Der Teleporteur von Julia Büttelmann. Ja, hallo. Ich möchte Ihnen heute ein Gerät vorstellen, mit dem es möglich ist, einem großen Menschheitstraum nahe zu kommen. Und zwar dem Teleportieren. Teleportieren bedeutet im Grunde, oder kennen viele Leute auch eher unter dem Begriff des Beamens. Und teleportieren bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass ein Gegenstand von einem Ort zum anderen transportiert wird, ohne dass der Gegenstand selbst dabei diesen Raum physisch durchquert. Wie Sie vielleicht wissen, arbeitet die NASA seit den frühen 1950er Jahren an diesem Projekt und mit der Entwicklung eines hybridgesteuerten Silizium-Prismas ist es gelungen, einen großen Durchbruch zu erlangen. Und zwar mit Hilfe von Laserstrahlen können jetzt kleinste Teilchen durch dieses siliziumgestärkte Hybridprisma durchgeschleust werden und an einen anderen Ort teleportiert werden. Was Sie jetzt hier sehen, ist einer von weltweit 3 mobilen Teleporteuren, mit denen es möglich ist, auch außerhalb von großen Labors eine Teleportation durchzuführen. Dieses Gerät hier hat den Spitznamen Scotty erhalten und das Ganze ist von der NASA entwickelt worden. Ja, bevor ich jetzt hier eine Teleportation durchführe, möchte ich das Gerät natürlich gerne einmal vorstellen. Und da sehen Sie hier als allererstes, das ist das Teilchen, welches später teleportiert wird. Das ist das Teilchen, was später den Raum durchquert, allerdings nicht selbst, also nicht an für sich. Dieses Teilchen wird als allererstes hier in diese erste Station eingeführt. Diese Station ist ausgekleidet mit feinsten Mikrofaserhärchen und das ist natürlich extrem wichtig, dass dieses Teilchen genau erfasst wird. Die Größe, das Gewicht, die Oberfläche, alles muss genau gespeichert werden. Und dieser Vorgang erfolgt hier in der ersten Kammer. Bei diesem Vorgang, der ja natürlich sehr wichtig ist, entsteht ein sehr hohes Kraftfeld. Und dieses Kraftfeld wird hier aufgebaut mit Hilfe dieses Generators. Dieser Generator schwebt in einem Hochfrequenzmagnetfeld, welches durch die hier hinten eingelagerten Akkus aktiviert wird. Das Teilchen selbst wird dann hier in diesem Transformator entmaterialisiert und dann mit Hilfe von Laserstrahlen durch dieses Hybridprisma durchgeschleust, um sich dann in diesem Auffangmodul zu materialisieren. Dieses Auffangmodul hat schon die Form des Teilchens angelegt. Das ist eine kleine Hilfestellung, damit sich das später leichter materialisieren kann. Und ja, das ist eigentlich schon mal der Grundaufbau dieses ganzen Gerätes. Ich werde jetzt mal die Einstellung vornehmen. Der Aufbau an sich ist relativ einfach, aber er muss doch genau durchgeführt werden, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Die Distanz und der Neigungswinkel von dem Auffangmodul sind genau festgelegt. Ja, irgendwie rutscht es immer weg hier. Naja, komisch. Ja, so ist gut. Ja, jetzt werde ich das Teilchen in die erste Kammer, in den Scanner einführen. Ich werde den Generator betätigen, einmal volle Pulle. Das heißt, dieser Vorgang selber dauert ja nur ein Mikromillionstel Bruchteil einer Sekunde. Das heißt, das Teilchen wurde hier eingescannt, wurde dann durch diesen Transformator entmaterialisiert, durch das Hybridprisma durchgeschleust und hat sich jetzt hier in diesem Auffangmodul, das ist jetzt leer. Eigentlich sollte sich das Teilchen jetzt hier in diesem Auffangmodul materialisiert haben. Das ist natürlich ein kleiner Fehler. Ah, ich sehe, das Teilchen ist hängen geblieben. Es ist im Scanner hängen geblieben. Ich mache es einfach nochmal. Also, nochmal hier das Auffangmodul richten. Das ist komisch, dass es immer nicht so geht. So ist der richtige Winkel. Gut. Jetzt wird das Teilchen wieder eingeführt. Nee, das muss ich nochmal. Guck mal, das ist immer, das ist so glatt hier, die Oberfläche. So, also,
Das Teilchen wird eingeführt. Der Generator wird betätigt. So, jetzt sollte es aber geklappt haben. Jetzt sollte sich das Teilchen hier in diesem Auffangmodul Material. Und das hat wieder nicht geklappt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, ja. Das, ach. Also durch den Scanner ist es gegangen, ja. Da sieht man schon mal, dass es nicht mehr. Ah, durch den Molekularfilter ist es auch durch. Das heißt, durch den Transformator ist es durch, sehe ich. Jetzt verstehe ich nicht, wo sich das hier verbirgt. Ah, ich weiß. Es hat geklappt. Allerdings ist das Teilchen über das Ziel hinausgeschossen. Aber Sie sehen, Beamen ist möglich. Das ist der Beweis. Film von Turit Krämer.